Auch wenn alle Staatsgäste schon wieder abgereist sind, hier geht der G20 weiter. Das Hamburger Schanzenviertel gestern Abend. Runter hier, runter, hier ist so gefährliches Feuerwerk hier! Die Welt geht unter, Mann! Amuxidi, Digga! Holstein, Digga! Aufstehen! Aufstehen, komm! Jeden hier, was du kannst, komm rein! Steh auf! Steh auf, geh rein! Ich bin der Ladenbesitzer von ihm, anders jetzt machen. Wir haben gerade noch vier Leute geholfen, verletzt ab. Ich will da hin, das ist mein Zuhause. Genau, bist du auch gerade, vielleicht gehen Sie einfach außenrum. Außenrum, wo ist denn außenrum für dich? Randalierer aus aller Herren Länder waren gekommen. Aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich und so weiter. Das waren keine Hamburger. Das waren keine Hamburger. Das möchte ich betonen. Das waren keine Hamburger. 72 Stunden dauerte das Spektakel. Die Bilanz der Hamburger Polizei? 476 Beamte wurden verletzt. 225 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. 37 sitzen noch ein. Ich hab doch gar nichts gemacht. Noch im Juni meinte Bürgermeister Scholz, die Hamburger werden von dem Gipfel weniger mitbekommen als vermutet. Olaf Scholz wird niemals wiedergewählt in dieser verfickten Stadt. Protokoll der Hamburger Chaostage. Die Schlacht um Hamburg, sie beginnt am Dienstag auf einer Wiese an der Alster. Unauffällig auffällig sondieren amerikanische Sicherheitsbeamte das Terrain. Beim Landeanflug eines Chinook-Hubschraubers der US-Flugstaffel Die Nachtfalken halten Hamburger Polizisten mit ihrem Pressesprecher die Reihen fest geschlossen. Der Anzug ist. Ja, wir haben immer deutlich gemacht, dass wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und insofern ging es jetzt eben tatsächlich darum, das mal zu proben. Wir werden das zu Lande, zu Wasser und in der Luft eben proben. Das war jetzt eben eine Aktion in der Luft. Die Heftigkeit der Landesituation hat selbst mich überrascht, gebe ich zu. Eine ganz spezielle Überraschung hat ein Hamburger Unternehmer für US-Präsident Trump vorbereitet. Nur zu sehen, wenn man von oben auf die Welt blickt. Praktischerweise liegt der Garten in der Einflugschneise. Hier steht Donald Sucks. Das heißt übersetzt, er geht mir auf die Nerven. Donald nervt. Er nervt mit seiner Mauer, mit seinem Sexismus, mit seiner antidemokratischen Haltung. Ein Mann wie ich sollte das nicht sagen. Er nervt auch mit seiner Frisur. Der geht mir auf die Nerven und das betrifft mittlerweile die ganze Stadt. Und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Garten einen Gruß an ihn zu schicken. Bei bestimmten Windrichtungen ist hier die Einflugschneise ziemlich genau, sodass, wenn er rechts vorne sitzt, er rausguckt und es sieht. Und die Alternative ist, wenn er nicht hier längs fliegt, dann kommt er ja mit dem Helikopter vom Flughafen zum Feenteich. Dann kommt er auch hier vorbei. Und auf dem Rückweg auch nochmal. Dann habe ich ihn vielleicht sogar zweimal gegrüßt. Und das Glück ist bekanntlich immer mit den Tüchtigen. Am Abend versammeln sich ein paar tausend Menschen, um ein Zeichen gegen den Gipfel zu setzen. Mit Musik und mehr oder weniger guter Laune. Ach, ich will hier irgendwie Ordnung schaffen, mein Bestes. Leisten Sie den Anweisungen der Polizei beim Folgen. Auf beiden Seiten sind streiterprobte Teilnehmer dabei. Erstens, die Polizei räumt die Camps recht, also gegen das Recht, gegen Gerichtsbeschlüsse. Und da sind die Leute hier, um Unmut kundzutun. Und was macht die Polizei? Rabiat ist kreuz und geräumt. Das kann ich annehmen. Ja, wir haben uns auf einen ziemlich starken Widerstand verständigt. Und wir werden von diesen Aktionsherren den Widerstand nicht abweichen. Weil wir werden es nicht verantworten, dass Leute wie Trump, Putin und Erdogan wieder. Für die Anwesenden sind Polizisten in der Regel weder Freund noch Helfer. Weil der Gipfel aber erst in zwei Tagen beginnt, schonen beide Seiten Kräfte und Ressourcen. Das finde ich ein bisschen wie Krieg, was sie hier aufführen. Ne? Das finde ich ein bisschen heftig. Das ist ja eigentlich ein friedliches Ding, Nordkörnerin.
Also was soll das? Also es ist doch kein Gewalt bis jetzt. Bis jetzt. Was wollen die denn? Das Schanzenviertel liegt gleich beim G20-Tagungsort Messe um die Ecke. Weil eine Kreuzung von den Demonstranten nicht gleich geräumt wurde, erledigt die Polizei das. Deren Sprecher wird den Einsatz später mit Gefährdung des Straßenverkehrs begründen. Kannst du mir erklären, was da gerade los war? Ja, ich wollte hier gerade irgendeine Dame aufhelfen, die von den Bullen runtergestoßen wurde. Da will ich mich jetzt gerade nicht zu äußern. Zombie-Alarm am Mittwoch in der Hamburger Innenstadt. Die Kunstperformance 1000 Gestalten will aufrütteln. Leise und langsam. Sehr leise und sehr langsam. Warum machen Sie das? Achso, das kann er nicht sagen. Der ist gerade in einer Performance. Der hat eine Rolle zu machen und da redet er nicht. Okay. Das tut nichts. Aber wenn mitmachen konnte bei der Aktion jeder. 640 waren dabei. Diese Aktion, die wir hier sehen, soll ein Aufruf sein zur politischen Partizipation, soll ein Aufruf sein, den Leuten zu zeigen, es geht nicht immer nur darum, oben die politischen Ränge verantwortlich zu machen, sondern selber den ersten Schritt zu gehen und wieder teilzuhaben am politischen Prozess. Menschen als graue Gestalten, als Walking Dead. Ist unser Leben wirklich so trist? Zumindest am Ende der Aktion ist die Freude bei den mit Lehm eingeschmierten groß. Es ging ja darum, wir waren ja komplett eingelähmt. Und in der Gesellschaft ist man ja auch oft gelähmt. Und es geht darum, aus dieser Lähmung herauszukommen und aktiv zu werden, glaube ich. Und die innere Veränderung kommt von einem selber heraus. Kunst ist eben nicht nur Waffe, wie der Schriftsteller Friedrich Wolff einst meinte, sondern auch eine Frage von Interpretation und Standpunkt. Für die Teilnehmer der Performance ging es um Emotionen, aber nicht nur. Ein Moment der Freude, der Herzlichkeit, der Verbindung. Da können wir vergessen, aus welchen Ländern wir kommen, was wir repräsentieren. Wir sind eine Zivilgesellschaft. Wir haben den üblen Verdacht, dass wir von dem, was da in den G20 entschieden wird, dass es möglicherweise nicht in unserem Sinne ist. Nicht im Interesse der vielen, sondern im Interesse der wenigen. Bei Uhrmacher Jörg Lüdeking hält sich der Spaß, was den Gipfel angeht, in Grenzen. Aus Angst vor Randale verbarrikadiert er sein Geschäft. Er selbst flüchtet über das Wochenende an die Ostsee. Die kommen mit ihren Sicherheitslimousinen und Staatsschutz und weiß der Geier. Und wenn wirklich hier ein Laster mit Sprengstoff reinfährt, fliegen wir in die Luft. Ne? Und das nehmen die einfach in Kauf. Das ist denen, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Die glauben noch, sie machen was Wichtiges für die Menschheit. Zwei Damen, die sich Esels Albtraum nennen, mit einer politisch wertvollen Darbietung. So schön ist unser Heimatland, so weit das Auge sieht. Statt Bienen fliegen Drohnen hier, überwachen das Gebiet. In der Kulturfabrik Kampnagel treffen sich 75 Initiativen zum Gipfel der globalen Solidarität. Man will Alternativen diskutieren. Es geht um Klimaschutz, offene Grenzen für alle und den Mann mit der nervigen Frisur. Was soll man gegen Trump machen? Ne? Der hat ja so eine Power. Also wenn der hier ist, ne, der macht die Straßen breiter, glaube ich. Ne? Wenn Sie Gelegenheit hätten, ihm was zu sagen, was würden Sie ihm sagen? Geh nach Hause, go home. Ja? Aber das wäre ja lächerlich, das macht er ja nicht. Ne? Er würde dann sagen, shut up. An diesem Abend wird dann ein letztes Mal friedlich und entspannt Party gemacht. Noch ist kein Staatsoberhaupt in der Stadt.
letztendlich ist es doch auch ganz ehrlich so, so viel Geld, was dafür jetzt rausgeschmissen wurde und einfach in der Luft verpufft, damit hätte man so viele gute andere Dinge machen können. Und deshalb sind wir, glaube ich, heute hier. Fuck yourself, Mr. Trump. You're not welcome. Refugees are so pretty much welcome, but you are definitely not welcome at all. Bye bye. Der Zug führt durch linksalternatives Milieu. Die legendäre Hafenstraße, St. Pauli und das Schanzenviertel. Hier wird Rot-Rot-Grün gewählt. Dass in Hamburg ein Senat aus SPD und Grünen regiert, ist in diesen Tagen ziemlich egal. Mir gefällt nicht, was dort hinter verschlossenen Türen oder teilweise öffentlich, aber mir gefällt einfach nicht, was da verhandelt wird. Ich glaube, die Schwachen bleiben irgendwie auf der Strecke und im Endeffekt sollten wir dann alle damit irgendwie partizipieren. Ja, also meines Erachtens werden halt irgendwie die Kleinen ausgeraubt und gerade da, wo halt gerade derbe die Suppe brennt, ist irgendwie keiner da. Rebellion gegen die Verhältnisse ist hier schick. Und weil die Polizei sich während des Raves zurückhält, übernehmen einzelne Partygäste gerne staatliche Pflichten. Die Polizei hat es nicht geschafft, diese Route für die Demo zu sperren. Dann müssen wir es nun mal tun, damit eben halt dieser Wagen nicht zwischen dem einen Demowagen und dem anderen Demowagen landet. Der passt ja auch irgendwie nicht rein, oder? Eigentlich darf er hier gar nicht langfahren, während eine Demo hier langläuft. Die Polizei hat es einfach nicht hinbekommen. So. Es wird in diesen Tagen nicht das letzte Mal gewesen sein. 7 Uhr, 300 Meter vom Hotel der Bundeskanzlerin entfernt. Gut 200 Yogis haben sich auf einer Brücke zum Sonnengruß versammelt. Und atme ein und heb dein linker Fuß. Das ist der dritte Krieger. Streck die Arme zum Außeneister, streck die Arme zum Botschaften und schick gute Wünsche. Aus Südeuropa treffen am Hauptbahnhof linke Unterstützungskräfte ein. Wir sind entschlossen und wir sind entschlossen, hier unseren Podest auf die Straße zu tragen. Wir werden uns daran nicht hindern lassen. Keine leere Drohung, wie sich schon am Nachmittag herausstellen wird. Liebe Genossinnen da vorne, wartet mal kurz. Hier sind die Leute gerade stehen geblieben. Warten! Sind Sie gegen Globalisierung? Naja, wir sind insofern für die Globalisierung, als dass wir dafür sind, dass alle Menschen international zusammenhalten. Wir sind Internationalisten. Aber die Globalisierung, die die G20 machen, das ist eine imperialistische Globalisierung. Das ist eine Globalisierung von Konzernen und von Banken. Und gegen diese Globalisierung, gegen die sind wir. Nicht global, sondern in Uelzen werden die aus ganz Deutschland zusammengezogenen Bundespolizisten versorgt. Hier wird auch gerade noch Ware angeliefert. Sehen Sie gerade, das sind die Hähnchenschenke für die nächsten Tage. Wir haben zwei Kühlcontainer und zwei Tiefkühlcontainer extra angemietet. Wir sehen, welche Massen hier bewegt werden. Ich gehe mal rein. Ausnahmsweise haben wir mal fertiges Produkt angekauft. Das ist die Riesenausnahme. Üblicherweise produzieren wir die Salate selber. Exakt 1916 Fleischportionen werden hier heute mariniert. Ja, und da macht man eigentlich so den ganzen Tag das Gleiche. Also ich beschäftige mich heute den ganzen Tag mit Hähnchenbrüsten. Bei uns zählt auch so ein bisschen der Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Wie gesagt, wenn das Essen nicht so pralle ist oder nicht genug ist oder irgendwie so, das kenne ich selber, dann ist der ganze Einsatz nicht so schön. Dann geht's mit dem Mampf in den Kampf. Allein 4.200 Bundespolizisten sind für den Gipfel im Einsatz. Auch am Hamburger Flughafen ist heute Großkampftag. Hunderte sogenannte Planespotter sind angereist. Am Rande der Landebahn geht es nur um eins, das beste Bild. Er ist aus Zürich, ich komme aus Frankfurt extra hierher für den G20-Gipfel. Und eigentlich nur für die Flugzeuge. Und genau. Ist schon was Besonderes. Ich habe zwar tierische Angst vorm Fliegen, ja, also reinsetzen werde ich mich nicht. Ne, aber ich finde es schon ganz interessant, so, was für eine Gewalt auch dahinter steckt. Echte Profis wie Timo und Alejandro machen auf der ganzen Welt Jagd nach seltenen Flugzeugen. Er ist da irgendwo. Da ist er irgendwo. Irgendwo ist er. Nur wo? Flugzeuge von 20 Staatenlenkern gilt es abzuschießen. Das sollte eigentlich die Norweger gewesen sein. Und auch die ganz Großen fliegen ein. Chinas erster Mann Xi Jinping und Kanadas Sunnyboy Justin Trudeau.
Passagiere sind Spotter-Profis eigentlich egal. Ihnen geht es um die schönste und größte Fotosammlung. Ich habe ja schon zu Analogzeiten angefangen. Also da weiß ich ziemlich genau, dass ich mal 12.500 Dias und 7.500 Papierfotos hatte. Aber das ist eine ganz traurige Geschichte, da möchte ich nicht drüber reden. Das ist sehr schmerzhaft. Keller abgebrannt. Ja, sehr, sehr schmerzhaft. Dann kommt der Flieger, auf den alle gewartet haben. Der Jumbo mit dem Rufzeichen 29000, besser bekannt als Air Force One. Einfach nur geil. Jetzt habe ich sie. Ja, jetzt ist sie in Kasten. Jetzt heißt es mal. Ist so ein bisschen wie Orgasmus. Ja, sowas. Für Amerikas First Passagier Trump geht es sofort mit dem Hubschrauber weiter. Die anderen Staatschefs werden in Autokonvois durch die Stadt gefahren. Hamburgs Autofahrer dagegen kommen nachmittags nicht weit. Die Anwohner dürfen auch nicht vorbei. Also wenn ich sage, ich parke dahinter, da ist noch eine Parklücke frei, die können sogar von hier sehen. Nö, die dürfen nicht durch. Und da wohne ich da oben. Also, kann nicht sein, wo soll ich denn parken? Hier ist alles weg. So geht das nicht. Ich wohne und zahle teures Geld in der Blumenau. Dieser Senat macht den Mietspiegel und die Mietpreise, die genommen werden dürfen. Es ist gute Wohngegend. Ich zahle das Geld und komme nicht in meine eigene Wohnung mit meinen Einkäufen. So geht es nicht. Das ist Freiheitsberaubung. Ich kann Ihren Ärger gut verstehen, aber ich kann Ihnen leider. Ja, ja, Sie sollen auf Deeskalation setzen. Sie haben tausend Fortbildungen gemacht. Ich kenne den ganzen Schmodder. Donald Trump will wenig später direkt an der Außenalster landen. Auch Sie, junger Mann? Einmal dort hinten, hier wieder zurück. Bitte, denn da ist die Fußgängerampel, da können Sie natürlich rüber. Ja, und nicht, dass Sie hier noch weggedonnert werden. Im Hotel Atlantik, wenige hundert Meter weiter, wartet bereits Angela Merkel auf den US-Präsidenten. Flankiert von Bodyguards joggt schon mal Kanadas Premierminister Trudeau vorbei. Auf den Fußweg zurück. Ich bin hin und her gerissen zwischen genervt sein, ehrlich gesagt, weil allen gesagt wurde, es ist kein Problem. Und so ein bisschen sensationsgeil. Muss man ja doch mal dabei gewesen sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann jetzt hier nicht so offiziell protestieren. Das wird ja auch direkt unterdrückt. Also ne? Man kann jetzt hier auch nicht irgendwie laut Lieder singen oder mit bunter Kreide malen. Selbst das ist nicht gewünscht. Wenige Minuten später ist der Problembär des G20-Gipfels am Ziel. Donald Trump wird sich in Hamburg nur in seinem The Beast genannten Panzerwagen fortbewegen. Er sieht aus wie auf den Fotos. Ich habe ihn gesehen, aber er hätte mich nicht gehört, glaube ich. Was wollten Sie ihm denn sagen? Ich würde ihm sagen, sorg mal dazu oder dafür, dass diese Welt gerettet wird und nicht immer wärmer wird. Und mach nicht so viel Scheiß überall. Mach keinen Krieg, mach Frieden, hätte ich ihm gesagt. Pünktlich um kurz vor sechs fährt der Trump-Konvoi an Merkels Hotel vor. Antrittsbesuch bei einer Frau, die er vor ein paar Monaten noch als, Zitat, verrückt bezeichnet hatte. Das Hamburger Hotel 25 Hours hat zum G20-Besuch des US-Präsidenten extra eine exklusive Suite eingerichtet. Ja, wer die Bilder von seinem Apartment in New York kennt, die sind schnell mit Google gefunden, der weiß, wie Donald Trump eingerichtet ist mit barocken Möbeln und üppigem Geschmack, viel Gold. Das haben wir hier im Prinzip nachgebaut. Mit vielen kleinen, netten Details und vielen politischen Zitaten. Beispielsweise hier seine Bildergalerie, ganz nach seinem Geschmack. Seinen ganzen Staatsbesuchen hier mit Frau Merkel, dort mit dem Papst. Und aktuelle German Fake News liegt hier natürlich regelmäßig aus im Hotelzimmer. Und hier gibt es eine Auswahl an Trump-Toupets mit goldenem Pflegeshampoo. Wer sich mit Schwachkopf die Haare waschen will, muss sich an einer Versteigerung beteiligen und für zwei Nächte mit Frühstück und ein Abendessen mitbieten. Wir haben uns gedacht, wir bringen hier zwei Dinge zusammen, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Nämlich Trump und das Klima. Und deshalb wollen wir den Erlös an die Klimaschutzorganisation Klima ohne Grenzen spenden. So, die letzten 10 Sekunden sind angebrochen und wir stehen bei 905 Euro. Dabei bleibt es auch. Ich habe gehofft, dass es jetzt in den letzten Sekunden noch weiter hochgeht. Aber 905 ist ein guter Betrag, wenn man bedenkt, dass wir mit 125 Euro gestartet haben. Im WC liegt übrigens Toilettenpapier im Dollar-Style bereit. Great.
An der Grenze zu Dänemark, 160 Kilometer nördlich von Hamburg, stoppt die Bundespolizei derweil 6 Reisebusse. Alle Pässe der 260 G20-Touristen werden überprüft. Jetzt wollen wir ja die rausfiltern, die eben, ich sage immer, die Spitzbuben sind. Und die jetzt wirklich was dabei haben, wie Schutz- und Trutzbewaffnung, Vermummung, die wollen wir rausfinden und die bekommen dann eine Einreiseverweigerung und dürfen dann eben nicht in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Ein Sprengstoffspürhund sucht die Gepäckstücke nach verdächtigen Gerüchen ab. Bei einem scheint er fündig zu werden. Er hat relativ lange sich an diesem Gepäckstück aufgehalten, sodass der Hundeführer gesagt hat, okay, das ist länger als normal. Also gucken wir gleich nochmal genauer hin. Schließlich findet der Beamte ein Glas mit Dragees, die offenbar einen sonderbaren Geruch verströmen. Vielleicht mal ein Ich weiß es nicht. Ich kann ja, das nicht zuordnen. Es soll ja rausgefunden haben, wir nichts gefunden. Ne? They are not restricted or anything. So. Ja. Deswegen. Aber es ist halt auch, wenn man dran riecht, da war vorher Curry drin, es riecht auch nur nach Curry, ne? Ja, ja. Would you take one now? What? Would you take one now, so we can see that it's... I take one item or something? Ja, 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 ja. Can I have it? Ja. Die Pillen offenbar harmlos. Ob das auch für die Parole auf diesem Banner gilt, lässt sich so schnell nicht herausfinden. Was steht da drauf? Ja, wenn wir das mal wüssten, ne? Kann ich nicht sagen. Die Eingabe bei Google Translate ergibt später, auf dem finnischen Banner standen die Wörter Eishockey und Klassenkampf. Der erste Höhepunkt des Protestes heißt Welcome to Hell. Eine Demo, auf die nicht jeder inhaltlich gut vorbereitet ist. Sind Sie gegen Globalisierung? Ja. Weil Trump ist ja eigentlich auch gegen Globalisierung. Ja, da ist es. Bin ich raus. Dieser Abend ist der erste Auftritt für den sogenannten Schwarzen Block. Bis zu 1000 weitgehend dunkel angezogene Gewaltbereite. Haben Sie nicht Angst, dass es eskaliert jetzt? Ich glaube, hier noch nicht. Später schon. Zuerst werden die Demonstranten angewiesen, die Vermummung durch Tücher vor dem Gesicht abzulegen. Verhandelt wird mit dem Demo-Leiter. Das sind die Personen, die dabei sind. Mit ihnen will ich jetzt nicht reden. Ich habe sieben Ansprechpartner. Herr Blechschmidt, ganz kurz. Nee, jetzt geht das überhaupt gar nicht. Sorry. Dürfen Sie weitergehen? Doch weil nicht alle unvermummt demonstrieren wollen, schreitet die Polizei ein. Angeblich, um den schwarzen Block vom Rest der Demo zu trennen. Manch kampferprobtes St. Pauli-Urgestein lassen solche Szenen ziemlich kalt. In Hamburg ist halt immer was los. Und wenn die Wasserwerfer kommen, die sind am Fischmarkt im Hochwasser gewohnt, das ist alles nichts Besonderes. Das ist im Leben so. Es war ein schönes Happening, alles war easy. Was vorne an der Hafenstraße passierte, kann ich nicht beurteilen. Aber hier ist sowas passiert, das gehört alles dazu. Also in Syrien ist das viel schlimmer als hier. No problemo. Alles easy. Dann geraten auch nicht ganz so militante Demo-Teilnehmer zwischen die Fronten. Vermummung sollte man ablegen. Die erste Reihe, alle haben ihre Vermummung abgelegt. Alle nicht. Alle waren friedlich. Alles war friedlich. Hier hat keiner Pfefferspray gesprüht, außer die. Jagdszenen am Fischmarkt. Und der Lautsprecher kündigt weitere Aktionen an. Steigern. Ihr kriegt uns nicht klein. Runter von der Straße. Raus aus unserer Demonstration. Die ersten Verletzten der G20-Proteste werden versorgt. Bis heute Abend weiß niemand, wie viele es insgesamt waren. Nur die Polizei hat Zahlen bekannt gegeben. Es sind insgesamt 476. Ich habe ihm gesagt, dass ich das ziemlich willkürlich finde, was hier passiert, weil ich oft gesehen habe, dass Leute, die friedlich demonstriert haben, nicht dem schwarzen Block angehören, irgendwie gewalttätig teilweise weggeräumt wurden. Und er antwortet mir gegenüber, meine Kumpel werfen Steine. Sehe ich aus, wie als hätte ich jemanden
Freunden die Steine werfen. Nein, hab ich nicht. Ich sitze hier, ich demonstriere. Nee, und was soll das? Wenig später fliegen Flaschen und Steine. Welcome to hell. Die Bullen haben uns angegriffen. Was soll denn passiert sein? An einer Mauer werden erste Demonstranten festgesetzt. Name und Geburtsdatum! Name und Geburtsdatum! Ich möchte den wissen. Name und Geburtsdatum! Es ist unser Recht! Ja, aber ihr sagt ja. Also ja, weil ihr blickt uns abschütteln. Ja, ja. Anwohner aus dem Stadtteil sind plötzlich mittendrin, statt nur dabei. Was ist passiert? Keine Ahnung. Auf einmal ging's los. Haben Sie damit gerechnet, dass es so wird? Nee, überhaupt nicht. Was sagen Sie? Aus nichtigem Anlass. Auf einmal flippt die Polizei aus. Also ich muss eindeutig der Polizei die Schuld geben, dass das hier so eskaliert. Ich finde das peinlich von der Polizeiführung her. Haben Sie keine Angst? Nein. Ist das Ihr erster Straßenkampf? Nee. Das ist schon... Wir sind die Generation der Atomkraftgegner, ne? Gorleben und die Sachen. Leute, bleibe da. Bleib stehen, der soll mit Tod fahren. Ist scheißegal. Fall an. Angesichts der Übermacht trauen sich nur zwei andere vor dem Wasserwerfer. Was nicht reicht. Dann will eine andere Dame sich beschweren. 132. Schubst mich aus dem Weg, damit ihr hier stehen könnt. Ich glaube, es geht noch, oder wie? Ja. Haben Sie damit gerechnet, dass es so eskaliert? Nein, ich wusste nicht, dass wir noch ein Polizeistaat sind. Ich bin entsetzt. In diesen Minuten enden alle Hoffnungen auf einen friedlichen Gipfelprotest. Ich würde sagen, Randale, ne? Randale will ich wissen. Also das will ich sehen, auf jeden Fall. Und aber so wie es jetzt aussieht, wird es langsam losgehen, ne? Und ich freue mich. Warum? Weil ich mag die Polizei nicht, bin ich ehrlich. Und ja, Randale ist immer gut. Jugendliche. Darf ich los? Darf ich los? Guten Tag, Benjamin. Wenige Meter weiter kommt es dann zu ersten Sachbeschädigungen. Ein Sportwagen brennt. Zeit für ein Foto. Auf welcher Seite sind Sie denn? Wir sind auf jeden Fall bei den Autonomen. Es muss eigentlich ein Zeichen gesetzt werden. Und finden Sie es okay, dass man da einen Mercedes anzündet? Nee. Das ist ein BMW. Danach verlagert sich die Randale in das nahegelegene Schanzenviertel. Fass mich nicht an. Ihr habt ja nichts dafür. Ihr seid ja Marionetten. Ihr seid ja nicht wie die Soldaten. Soldaten kann Nein sagen. Ihr nicht. Auch die Wasserwerfer werden verlegt. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Polizei! Wir klitschen nass. Das ist eine Schweinerei, was hier los ist. Das ist eine absolute von Wasserwerfer. Die machen keinen Halt vor niemanden, vor Frauen, vor Kindern. Die machen keinen Halt. Die machen ab. Das ist respektlos. Das ist eine Schweinerei. Das ist Terrorismus, wenn du mich fragst. Die Chaostage in Hamburg, sie haben begonnen. Der Widerstand ist früh auf den Beinen. Kurz nach 5, Morgentoilette. Wie viel Zeit für Hygiene bleibt? So viel wie geht. Von hier aus macht sich der grüne Demozug der Protestler auf in Richtung Innenstadt. Noch ahnt niemand, dass heute ein schwarzer Freitag für Hamburg sein wird. Denn unbemerkt von der Polizei hat sich auch der sogenannte schwarze Block auf den Weg gemacht. Hier Amateuraufnahmen gedreht aus einem Linienbus. Eine halbe Stunde lang werden an der Elbchaussee Scheiben eingeschlagen und Autos in Brand gesteckt. Die Polizei ist nicht zu sehen. Den Randalierern ist egal, dass hier auch Familien leben und Sozialwohnungen sind.
Und auch ein Möbelhaus wird angegriffen. Die kommen da durch jetzt, ne? Der grüne Block trifft inzwischen auf die erste Polizeisperre. Noch ist die Stimmung gut. Das wird sich gleich ändern. Mit Gummiknüppeln gegen Gummitiere. Es gibt Verletzte auf einer Seite. Mit einem solchen Vorgehen der bayerischen Beamten hatten die Demonstranten nicht gerechnet. Wir haben versucht, die Polizeikette zu durchbrechen. Ich war so in der zweiten Reihe. Und ja, dann kam gleich ein massiver Einsatz mit Knüppelstöcken, Pfefferspray. Der hat die Brille zum Glück geschützt, aber auf dem Wangenspiel ist ziemlich heftig. Die Konfrontation geht weiter, dann aber verbal. Und da sind die Kräfte anders verteilt. Die wollen belästigen hier Verletzte! Also nimmt sie mit raus. Die Polizisten wollen die Personalien der verletzten Frau aufnehmen. Es wird laut. Kriegt ihr das noch mit hier? 10 bewaffnete Männer, die eine verletzte Frau bedrohen. Habt ihr sie noch alle? Ihr scheiß Faktor, ihr scheiß Sexisten, ihr scheiß... Wundert euch, warum euch alle hassen, ja? Und auch heute werden sie keine Freunde mehr. Sie fahren jetzt einen Wasserwerfer auf, aber wo sollen denn die Leute hingehen? Nach hinten können sie nicht, nach vorne können sie nicht? Sie haben nicht zugehört. Hören Sie nicht den Durchsagen zu. Wenn Sie einfach die Durchsagen zu, dann wissen Sie was. Aber ich würde es schon noch gerne mal erklärt haben. Ich verstehe das nicht so ganz. Kann mir das jemand von Ihnen erklären? Kann mir das trotzdem jemand von Ihnen jetzt erklären? Ich bin von der Presse. Keine Auskünfte. Wer gibt denn hier Auskunft? Hören Sie zu, der Wasserwerfer ist einfach da, weil er Lautsprecheranlage hat. Und er macht die Durchsagen, dass Sie das alle hören. Deswegen ist er hier. Auch im Hamburger Hafen wird demonstriert. Gegen die Globalisierung. Um zu überzeugen, hätten sich einige Protestler allerdings mehr Gedanken über die Kleiderwahl machen müssen. Wenn ich das schon lese, Shutdown der Logistik des Kapitals. Wie sind die Jungs denn hierher gekommen? Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Wenn ich den Typen sehe, der das Interview gegeben hat, der diese Demonstration gemacht hat oder organisiert hat, steht im Vans-T-Shirt vor einer Kamera und gibt ein Interview. Vans ist eine US-Marke. Ja, da muss man sich fragen, ob da noch alle Latten am Zaun hat, ganz ehrlich. Auch in der Innenstadt sind Blockierer unterwegs. Sie sehen sich als Störenfriede im besten Sinne. Die G20 treffen sich zwar hier und heute. Und deswegen sind wir hier, um Ihnen zu zeigen, wir sind da, wir haben Forderungen. Wir wollen eine gerechtere Welt. Wir wollen eine sozialere Welt. Wir wollen eine Welt, in der Menschen nicht abgehängt werden. Team Rot versucht durchzubrechen. Team Schwarz ist klar unterlegen, schon was die Personalstärke angeht. Zurück! Zurück! Keiner hört auf sein Kommando. Es ist wie zu erwarten, die Polizei fährt heute wieder ein Eskalationsprogramm. Schaut dahin, fährt wieder ein Eskalationsprogramm. Bodycheck, doch der bringt weder ihn noch seinen Kaffeebecher zu Fall. Und? Ja, so Robocops sind ziemlich hart gepanzert. Wenn man sie im vollen Lauf mitnimmt, tut es ganz schön weh. Hier an der Alster sollen bald die Politiker entlangfahren. Das soll durch eine Sitzblockade verhindert werden. Durchkommen im Moment nur die Jogger. Es gibt hier einen Aktionskonsens. Die Aktionen richten sich nicht gegen die Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Vielen Dank nochmal für gestern Abend. Ne? War nicht ganz so glorreich von euch. Ein bisschen unsportlich. Aber heute hier sitzen wir einfach untergehakt. Ich hoffe, das kommt irgendwie an, unterm Helm. Der Protest sitzt. Blockierte Straßen, der Albtraum für die Organisatoren des Gipfels.
Wir haben es trotz 20.000 Polizeibeamter und der ganzen Eskalation im Vorfeld geschafft, hier auf die Protokollroute zu kommen. Das ist ein Teil, wo die Delegationen anreisen, weil wir wollen stören und nicht nur am Rande irgendwie unseren Protest zeigen. Und durch dieses Stören hoffen wir uns, dass unsere Themen und Inhalte wahrgenommen werden. Nach einigen Ankündigungen setzt die Polizei Wasserwerfer ein. Die Demonstranten sind vorbereitet. Habt ihr jetzt damit gerechnet, dass der Wasserwerfer auch kommt? Oder nee, also ich nicht. Schon auf jeden Fall, ja. Ich dachte, die tragen uns weg. Und das tun sie dann auch. Team Schwarz zieht den Joker des Machtmonopols. Für die Reichen steht ihr da, Marionetten. Für die Reichen. Ein Ende, das wehtut. Mal so und mal so. Dürfen wir dich einmal fragen? Haben die wehgetan? Von den Rängen Applaus für die Polizei. Die Polizisten leisten ja eine gute Arbeit hier. Also ich finde das gut, dass man ja auch hier ein bisschen Härte zeigt. Andere glauben, es ist Zeit für eine Gefährderansprache. Ich würde gerne wissen, ob Sie diesen Einsatz nachbesprechen. Es wurden hier Zwangsmittel auf eine unverhältnismäßige Art und Weise angewendet. Und ich würde einfach wissen, ob Sie das irgendwie rekapitulieren. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann beim nächsten Mal besser laufen? Wie können wir Menschen räumen, ohne dass wir unnötig Schmerzgriffe anwenden? Fragen gibt es in diesen Tagen viele, Antworten nur wenige. Hauptsache, die Politiker haben freie Fahrt. Andere Protestzüge sind noch unterwegs. Der Grüne Block hat sich von den schlagkräftigen Polizisten nicht aufhalten lassen. Wir sind jetzt auch mehr geworden. Also der Grüne und der Blaue Finger, die am Anfang zusammen unterwegs waren, sind jetzt wieder zusammen. Und die Stimmung ist jetzt auch ganz gut, wie man merkt. Und wir hoffen, dass wir jetzt weiter rankommen an die rote Zone, um hier ein klares, deutliches Zeichen zu setzen. Die G20 sind nicht willkommen, aber der Protest schon in Hamburg. Doch schon bald versucht die Polizei, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Willkommenskultur sieht anders aus. Auch bei den Anwohnern liegen die Nerven blank. Geh hier weg! Lassen Sie mich nicht! Halt! Pass auf, sonst kriegst du echt einen in die Fresse, Junge. Ja, lass ihn in Ruhe. Ja, dann bringen Sie ihn weg. Abstand. Nein, das hier. Wir und wir dürfen hier auch sein. Ja, aber wir wollen hier noch keinen Stress haben. Nee, einfach Abstand. Abstand. Einfach nur Abstand. Pass auf, sei doch einfach vernünftig. Ich habe gestern alles hier kaputt gemacht. Darf ich einmal fragen, was los ist? Die haben gestern alles hier kaputt gemacht. Ich weiß, dass aber ihr das seht doch, dass er durchdreht. Aber das war so schlimm, wenn man hier wohnt. Ja, gib Währenddessen fahren vor dem Hamburger Messegelände die vor, die den ganzen Wirbel verursacht haben. Und noch viel mehr. Was draußen passiert, bekommen die Mächtigen nicht mit. Wie so oft. Selten waren die Erwartungen an ein Gipfeltreffen so niedrig. Aber schöne Bilder soll es geben. Eine gute Kooperation mit der Presse hinzubekommen, ist diese Reihe, in der ich sitze, gebeten, sich einmal auf dem Stuhl umzudrehen, sodass wir alle auf einem Bild sind. So. Nur einer hört nicht auf die Kanzlerin. »20.000 Polizisten sollen den G20-Gipfel schützen. Doch das verhinderten sie nicht. Autonome Randalierer sind hier am Morgen durchgezogen. Ich bin halt wach geworden durch einen Knall und habe mich gewundert, was da los ist und bin halt auf dem Balkon dann. Und da war irgendwie eine Meute Demonstranten und ich habe erst gedacht, da ist irgendeine friedliche Demo, aber nach einer Weile, wo dann Raketen flogen, war dann nicht mehr so offensichtlich, ob das dann noch so friedlich war. Hier ist Terror, richtig. Die machen Fenster kaputt und alles. Rufen wir die Polizei an.
In diesen Stunden der Gewalt ging viel mehr kaputt als Scheiben und Autos. Ich finde es so schrecklich, dass Menschen sowas machen. Das sind irgendwie alles. Ist völlig egal, wer das ist, dass es nette Menschen sind, denen das Auto gehört, aber es ist so nutzlos. Aaron Prüß versuchte noch zu löschen, aber gegen die Flammen hatte er keine Chance. Ja, das hat der Feuerwehrmann erzählt, das war mal die Motorhaube, weil Aluminium irgendwie ab 800 Grad schmilzt. Es hängt da irgendwie überall alles drauf, selbst die Edelstahlfelgen sind komplett auseinandergelaufen. Für mehrere Dutzend Autobesitzer war der Gipfel ein absoluter Totalschaden. Mario, geh da weg! Das Ding, Digga, das. Ich hab vielleicht noch einen alten. Einmal Wasser reinkippen. Hast du Wasser? Ja, Knete, komm. Natürlich war es klar, dass Hamburg das so trifft. Also, davon bin ich ausgegangen von Anfang an. Es ist halt nur mal auf jeden Fall was anderes, dass diese gewaltbereiten Leute dann wirklich hier vor der. Unsere Haustür in Altona ist es halt noch nie vorgekommen. So, also es ist näher gerückt, sag ich mal. Eine Vision, eine Erde, eine Vision, dafür leben wir. One World. Das ist eine Heilscheibe. Eine Heilscheibe, die ich einstellen kann, damit die Liebeschwingung sich noch mehr verankert. Und haben Sie die jetzt speziell eingestellt auf Hamburg jetzt heute? Auf G20 oder? Natürlich. Auf G20-Gipfel kann ich einstellen. Als dann die ganzen Politiker kamen, habe ich einfach nur dort gestanden und so gewirkt. Und es pulsiert die ganze Zeit, weil es durch mich läuft. Ich tue es nicht, sondern es läuft durch mich. Und dann merke ich, okay, es ist intensiv. Egal welche Politiker, auf die ganzen Polizisten haben wir gewirkt, einfach mit der Liebe, damit sich das Liebesfeld dort ausbreitet. Um den G20-Staatsgästen ein ungestörtes Konzert zu ermöglichen, ist die Elbphilharmonie von allen Seiten durch Polizei samt Pferdestaffel umstellt. Die Angst vor dem schwarzen Block ist groß. Promenade. Wir befinden sich in einer Sicherheitszone. Hier herrscht absolutes Demoverbot. Doch das ist den Demonstranten ziemlich egal. Das Ziel? Die Staatschefs mit ihren Anliegen zu erreichen. Wir sind einfach eben hier vorne durch den Park geflossen, an Gruna und Jahr vorbei, sind einfach schnell, zügig, nicht laufend, schnell gehend über die Straße. Und das ist der größtmögliche Erfolg, sozusagen bis hierhin zu kommen. Die Polizei konzentriert sich in diesen Stunden ganz auf die Konvois der Staatsgäste. Das wird sich noch rächen. Trumps einziger Fan ist derweil etwas weiter entfernt. So, Donald Trump, Make America Great Again. Ich habe ihn gestern Abend gesehen, ich kann Ihnen das zeigen, ich habe mich auf Video aufgenommen. Und da ist 2,5 Minuten die Kolonne an uns vorbeigefahren. Das ist an der Alster Ost. Und ich habe groß gewunken, ne? Und ich hab richtig gewunken und so. Und er ist dann an mir vorbei und er saß hinten rechts und hat zurückgewunken. Also konnte man sehen, die blonden Haare und so, und hat zurückgebogen. Also hat mich gesehen und hat wahrscheinlich auch das T-Shirt gesehen. Das Konzert in der Elfi. Für die deutsche Kanzlerin ein Höhepunkt des Programms. Gegeben wird Beethovens 9. inklusive der Europahymne. Alle Menschen werden Brüder. Friedrich Schiller schrieb den Text zur Ode an die Freude vor über 200 Jahren. Keine 2 Kilometer Luftlinie entfernt wird an diesem Abend das Gegenteil bewiesen. Es ist ein klassisches Kanzler-Maus-Spiel, was sich hier anzeigt. Zwischen der Polizei und den Vermummten. Ihr Schwänze! Löcher! Vermummte Gruppen jagen sich gegenseitig. Die Behörden nennen es Polizeistrategie. Die Krawallmacher Widerstand. Nein,
diese Arschlöcher, die irgendwie über den Spielplatz laufen und noch nicht mal dafür Respekt haben und alles kurz und klein schlagen in der ganzen Stadt und dann hier einmarschieren, um einfach nur Krawall zu machen und alles kaputt zu hauen. Und gehen hier über den Spielplatz, wo hier Kinder spielen. Da kriege ich einfach so einen Hals. Und zwar von den Demonstranten genauso wie von der Polizei. Ich finde, das ist einfach, geht einfach nicht. Schulterblatt heißt die Straße vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora. Am Ende der Chaostage von Hamburg wird ganz Deutschland von diesem Ort gehört haben. Direkt dahinter ein kleiner Park. Hasst die Polizei! Es ist einfach nur noch reine Provokation und die Polizei ist übermächtig, aber wir geben unser Bestes und wir lassen uns nicht klein kriegen. Neben den uniformierten Ordnungskräften sind im Schanzenviertel auch einige Zivilfahnder unterwegs. Und einer schießt sogar. Nach unseren Recherchen, um einen zu Boden geworfenen Mann zu befreien, den er für einen Kollegen in Zivil hält. Nach dem Warnschuss richtet er die Waffe auf die Angreifer. Ein lebensgefährlicher Moment. Weitere werden in den kommenden Stunden folgen. Inzwischen werden die ersten Barrikaden gebaut. Einige Anwohner schreiten ein. Da oben, ich wohne da irgendwie mit zwei Kindern. Das ist mein Viertel. Ich kann doch nicht zugucken, dass irgendwelche Hops kommen und sich hier irgendwie alles in Schutt und Asche legen. Doch schon wenig später übernimmt der schwarze Block die Straßen. Pflastersteine gibt es genug. Auch Material zum Barrikadenbau ist leicht zu finden. Die entfachten Feuer sollen die Polizei anlocken. Sie signalisieren den offiziellen Beginn der Straßenschlacht. Warum vermummt? Braucht keiner mein Gesicht sehen. Was erwarten Sie? Was wollen Sie noch erleben heute? Mal gucken. Was geht auf, Bruder? Schön. Mach mal ein paar Informationen hier, glatt. Für andere bin ich vermummt, aber für meine Freunde bin ich nicht vermummt. Jeder erkennt mich. Ganz nach Chaotenplan reagiert die Polizei auf die Leuchtfeuer und versucht, Nebenstraßen zurückzuerobern. Räumfahrzeuge und die Bereitschaftspolizei versuchen vorzustoßen. Man muss dazu auch sagen, wer würde die Demonstranten nicht verstehen, wenn schon Kollegen und Kameraden von denen niedergeknüppelt wurden, schon festgenommen wurden und eventuell auch sogar schon im Krankenhaus liegen. Also ich hätte da und ich habe da auch eine Wut und einen Hass in mir. Das ist einfach, man kann es sich selbst angucken. Und dann entlädt sich der antikapitalistische Protest am örtlichen Supermarkt. Wohl eher Ladendiebstahl und Vandalismus als die erhoffte Vergesellschaftung der Mittel. Ich meine, wenn man das irgendwo an der Ostsee gemacht hätte oder irgendwo, wo weniger los ist, da wären auch nicht solche Terrors entstanden. Gucken Sie sich das an, das ist schrecklich. Das ist. Die Kamera weg, Mann! Ich kann das nicht verstehen, wirklich. Diese Bilder drehen Kameramänner der alternativen Medienagentur Unicorn Riot. Laut Webseite versucht sie, Zitat, denen, die nicht gehört werden, eine Stimme zu geben. Was auffällt, der schwarze Block ist sehr gut organisiert. Die Gewalttäter agieren wie eine militärische Einheit. Man rückt gemeinsam vor und auch wieder zurück. Bei Einbruch der Dunkelheit ändert die Polizei die Strategie. Sie zieht sich zurück. Der Einsatz der Beamten sei zu gefährlich. Über dem Viertel kreisen mehrere Polizeihubschrauber. Hier die von der Polizei freigegebenen Überwachungsbilder. Am unteren Bildrand zu sehen, Polizeieinheiten in Wartestellung. Es ist 23.43 Uhr. Auf dem Dach Kriminelle, die Steine schmeißen. Hier eingekreist ein Mann, der erst einen Molotow-Cocktail anzündet und ihn dann nach unten wirft. Zum Glück zündet der Brandsatz nicht. Wie die Chaoten vorgehen, um sich in der feiernden Menge später zu tarnen, zeigen diese Bilder.
Sie ziehen sich einfach um. Bunt fällt nicht auf, im Gegensatz zu Schwarz. Das Schanzenviertel ist jetzt ein rechtsfreier Raum. Ein Geschäft nach dem anderen wird geplündert. Es ist der Offenbarungseid einer Polizeistrategie und der Politik des rot-grünen Senats unter Bürgermeister Scholz und der Bundesregierung unter Angela Merkel. Diese Bilder werden bleiben. Unter den Gewalttätern Franzosen, Italiener, Griechen, Spanier und auch Skandinavier. Erst nach Mitternacht beginnt die Rückeroberung des Stadtteils. Nach mehr als 2 Stunden Gesetzlosigkeit. Die Polizei geht jetzt vor wie bei einem Antiterror-Einsatz. Spezialkommandos in Kampfmontur und mit Sturmgewehren dringen in die Häuser ein und besetzen die Dächer. Vom Hubschrauber aus waren dort Autonome mit Präzisionsschleudern, Steinen und Molotow-Cocktails gesichtet worden. Dann werden auch wieder die Fußtruppen eingesetzt. Jeder im Stadtteil ist für die Polizei jetzt ein potenzieller Straftäter. Mit Schlagstöcken werden auch mutmaßliche Wurfgeschosse wie Flaschen zerschlagen. Sehr zum Ärger eines Anwohners. Wir haben hier vorne gesessen, haben Bier getrunken. Wir sind hier Nachbarn und die sind sofort auf uns losgegangen, haben uns mit CS-Gas, mit Pfefferspray besprüht. Sie haben uns auf uns eingeprügelt. Wir saßen hier. Die haben hier nichts zu suchen, die Arschlöcher. Kurz nach Sonnenaufgang beginnt die Aufarbeitung der Ereignisse. Müll wird weggeräumt, die geplünderten Läden werden gesichert und eingetretene Türen repariert. Diesen Durchgang hatte das Sondereinsatzkommando aufgebrochen, auf der Suche nach Randalierern. Der SEK musste ja kontrollieren, ob jetzt hinten über die Dächer die Autonomen in unserem Hinterhof sind, waren ja auch. Die sind dann vorher aber schon abgestiftet über das Flachdach. Die sind da hinten die Rinne hoch, die ist auch kaputt gegangen. Und da hinten sind Gärten. Und wenn man da durchläuft, dann kommt man zur Stresemannstraße wieder raus. So, wir hatten natürlich Panik, ne? Und das SEK hat natürlich jeden Winkel kontrolliert. Und die haben gar nicht erst geklingelt. Die sind gleich mit der Ramme hier durch, ins Treppenhaus hoch, bis zum Dach oben alles kontrolliert, ne? Einsatz für den orangefarbenen Block der Arbeiterklasse. Die Männer der Stadtreinigung erledigen jetzt die Drecksarbeit, unterstützt von Bewohnern. Selbst Kaffee wird vorbeigebracht. Mein Sohn hat mich beauftragt, hier Kaffee zu verteilen. Mein Sohn hat hier die Bäckerei. Der schwarze Freitag von Hamburg. Im linksalternativen Milieu des Schanzenviertels hat er tiefe Spuren hinterlassen. Schusswaffeneinsatz der Polizei ist für mich völlig in Ordnung. Und wenn einer kommentiert oder meint, die Polizei unangemessen reagiert, der war sicher nicht hier. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. So, als dann die Polizei mit dem kleinen Panzer kam und mit dem Wasserwerfer, ist es so eine Erleichterung, dass man mitten in Deutschland sich endlich auf Polizeigewalt freut. Was völlig angemessen war, jeder wusste hier, keine Vermummung, ist nicht erwogen gewollt. Ein Schuss ins Bein hätte geholfen, um zu sagen, hast du es verstanden? Der örtliche Drogeriemarkt Budnikowski war im Kiez sehr beliebt. Auch weil das Unternehmen Bio-Lebensmittel vertreibt, sich für Flüchtlinge engagiert und als sozialer Arbeitgeber gilt. Die autonomen Randalierer haben Parolen auf Spanisch und Verwüstung hinterlassen. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Da oben da auch mit dem. Geschäftsführer des Familienbetriebes ist Kurt Wölke.
die Leute haben sich hier ausgetobt. Aber es waren nicht die Menschen aus dem Stadtviertel hier. Es waren, ich habe kaum Deutsch gehört, sondern es waren eben vielleicht die Krawalltouristen. Geschätzter Schaden in der Filiale etwa 400.000 Euro. Da kommen einem die Tränen. Irgendwie. Das ist Schock. Ich habe gesagt, das sieht man, wenn sie es wenigstens mitgenommen hätten und mit nach Hause genommen hätten und irgendwas gemacht. Aber es ist doch alles hier sinnlos. Gucken Sie, das war alles nur rausgerissen und Zerstörungswut. Und das hat nichts mit Demonstrationen und so etwas zu tun. Jetzt wird bei Budnikowski erstmal dicht gemacht. So sehen also Siege der antikapitalistischen Internationale aus. Tod der Polizei steht auf Spanisch an dieser Wand. Ich bin einigermaßen fassungslos, was in diesem Viertel passiert ist. Ich finde es schade, dass weniger Anwohner sich aktiv gewehrt haben. Es waren wenig Anwohner auf der Straße, weil viele Angst hatten, weil es der Bürgerkrieg war. Die Leute, die hier waren, sind nicht die Leute, die politisch sind, sondern das ist Gewalttourismus vom Feinsten. Das war richtig gewalttätiger Ballermann, was hier gestern abgegangen ist. Irgendwelche Jugendlichen, die... Mein Lieblingsdemonstrant hatte einen nackten Oberkörper, eine Unterhose mit Calvin Klein, die rausguckte, und junges weiße Sneaker an und eine Bandana und schrie irgendwas von Antikapitalista. So politisch ist die Veranstaltung. Donald Trump hat sich übrigens auch geäußert, per Twitter. Die Polizei und das Militär hätten in Hamburg einen spektakulären Job gemacht. Alle hätten sich trotz der, Zitat, Anarchisten sicher gefühlt. Im engen Kreis, so die New York Times, habe er jedoch gesagt, er könne besser als die meisten Regierungschefs die Wut der Globalisierungsgegner verstehen.